Herzlich willkommen bei Canisius TV mit einer weiteren Episode aus dem Tagesevangelium. Möchte ich Ihnen auch heute wieder einen Text vorlesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, Jesus sagt im heutigen Evangelium: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen, sagt Jesus im heutigen Evangelium. Und mit Gesetz und Propheten bezeichnete man damals das, was wir heute das Alte Testament bezeichnen würde. Jesus ist also nicht gekommen, das AT abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Was heißt das? Drei Punkte. Erstens, den gordischen Knoten lösen oder alte Zöpfe abschneiden. Der Gedanke, sich des Alten, ja, auch des Alten Testaments zu entledigen, mit einem klaren Schnitt, hat immer etwas Anziehendes, Verführerisches. Ja. Der Urketzer, also der Erste, der hieß Markion in der Mitte des 2. Jahrhunderts, der war einer der Ersten, die das vorschlugen, das AT weg, ja, und dann sieht die Bibel doch schon gleich ganz anders da und für unsere heutigen säkularen Zeitgenossen noch viel günstiger aus. 2015, oder genauer gesagt schon 2013, war der letzte ernstzunehmende Vorschlag gekommen, wenn ich das richtig sehe, nämlich von einem renommierten evangelischen Theologen namens Notker Slenska. Ja, das AT ist doch allenfalls eine Art Offenbarung zweiter Klasse, das faktisch doch durch das Neue Testament die Premium-Offenbarung obsolet geworden ist. Mit einem Schlag entledigt man sich so der bösen Verse des blutrünstigen Rachegottes zugunsten eines Ich liebe euch doch alle Gottes, wie er im Neuen Testament zutage tritt. Nur stimmt das? Eine solche Lektüre und Kontrastierung wird freilich weder dem Alten noch dem Neuen Testament gerecht, denn auch im Alten Testament gibt es wunderschöne Passagen. Ja, ich denke etwa an den Propheten Hosea oder Jesaja. Und auch im Neuen Testament offenbart sich ein Gott, der seine Richtlinienkompetenz nicht zugunsten einer platten All-You-Need-Is-Love-Ideologie preisgibt. Zweitens, Gottes Wort ist und bleibt sperrig. Ja? Das ist Last und Chance zugleich. Es darf jetzt nicht darum gehen, unliebsame Bibelverse dadurch rauszuschmeißen, sich derer zu entledigen, indem man entweder sie ganz aus der Bibel rausstreicht oder zu einer Offenbarung zweiten Ranges degradiert. Es geht darum, das dort Gesagte, so sagt Jesus, zu erfüllen. Ja? Das heißt, zu verheutigen, auf den Punkt zu bringen, zu aktualisieren, das, was noch unentdeckt und unabgegolten ist, herauszuarbeiten und freizulegen. Die Konsequenzen endlich zu ziehen, die im Text schlummerten und endlich gelebt werden wollen und sollen. Und deswegen rate ich dringend davon ab, im Gespräch mit säkularen Zeitgenossen, sich ebenfalls vom Alten Testament zu distanzieren, in der Hoffnung, sich damit bei den Kritikern liebkind zu machen. Ja. Man muss ja jetzt nicht alle Bibelverse, die man derzeit selbst nicht versteht und nicht nachvollziehen kann, gleich den anderen jetzt ins Stammbuch schreiben und vorschreiben. Man darf ruhig sagen, das verstehe ich jetzt auch nicht. Da knappere ich auch schon ziemlich lange dran. Das fordert auch mich heraus.
Wenn man erstmal angefangen hat, an der Bibel rumzuschnippeln, ja, dann bleibt oft nicht mehr viel übrig. So hat zum Beispiel Luther selbst den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament zur strohenen Epistel erklärt. Und ich erinnere mich, dass die vormalige Hamburger Bischöfin Maria Jepsen einen anstehenden Predigttext aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, mit dem Hinweis auf die Bergpredigt Jesu, wo ja die eigentliche Botschaft Jesu durchschimmere, entkräftete. Wozu ist die Bibel da? Drittens und letztens, es gibt gute Gründe, an der Ganzheit der Bibel festzuhalten, auch wenn in jeder Zeit der eine oder andere Bibelvers oder gar ein ganzes biblisches Buch unverstanden bleibt. Vielleicht will die Bibel ja auch gar nicht abgenickt werden, sondern mich motivieren oder provozieren oder wachrütteln oder wieder auf den Teppich runterholen. Dies mag abschließend noch in folgender Begebenheit illustriert werden. Ein Priester und ein Rabbi kommen spätabends noch zu einer Pension, möchten dort übernachten, aber der Gastwirt sagt, bleibe nur noch ein Zimmer frei, der Rabbi und der Priester, die beschließen, das eine Zimmer zu nehmen und die Nacht gemeinsam zu verbringen. Und sie legen sich ins Bett und kurz bevor sie das Licht ausmachen wollen, da sagt der Priester zu dem Rabbi, entschuldigen Sie, stört es Sie, wenn ich es noch in der Bibel lese? Wissen Sie, ich kann ohne das Wort Gottes nicht einschlafen. Sagt der Rabbi, ja, bitte nur zu. Und der Rabbi schläft gleich ein und kurz darauf dann auch der Priester. Am nächsten Morgen, da möchte sich der Priester noch einmal entschuldigen und sagt zu dem Rabbi, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, ich kann einfach ohne das Wort Gottes am Abend, kann ich nicht beruhigt einschlafen. Da sagt der Rabbi, sehr komisch, bei mir ist nämlich genau umgekehrt. Wenn ich abends in der Bibel lese, dann kann ich garantiert nicht einschlafen. Ich bete, allmächtiger Gott des Alten und Neuen Testamentes, seit unvordenklichen Zeiten hast du dich den Menschen offenbart, und tust es auch heute noch. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich mit so manchen Bibelvers schwer tun. Schenke ihnen einfühlsame Mitchristen, die ihnen die darin verborgene Wahrheit für ihr Leben freilegen. Für die Christen, dass sie bei allen Unstimmigkeiten zwischen den Konfessionen an der Einheit der einen Bibel festhalten. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Sterbenden, lass sie mit einem tröstenden Wort aus der Heiligen Schrift aus dieser Welt scheiden. Unbegreiflicher Gott, schenke uns Fantasie und Spürsinn, damit wir dein Wort stets aktuell in Wort und Tat verkünden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie in der Bibel lesen, schlafen Sie ein oder werden Sie eher aufgeregt und können dann nicht mehr schlafen? Also ich glaube, ein bisschen was von dem Rabbi würde uns gut tun. Also mit dem Wort Gottes einschlafen, da kenne ich viele, erwische ich mich selber auch. Aber dass einen das Wort Gottes nicht ruhen lässt, ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht hier und da. Ich wünsche Ihnen trotzdem, wenn Sie jetzt ins Bett gehen, einen gesunden Schlaf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Tschüss, gute Nacht und bis morgen. Thank you.